Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian The Game. So, heute möchte ich als erstes mein, mühevoll erspartes Geld ausgeben und den Transporter wieder upgraden für 15.200. Dann bleibt uns zwar leider fast nichts mehr übrig, aber yay! Unser Pferdemarkt ist jetzt auf Level 9. Das heißt, wir können ihn nur noch einmal upgraden. Und wir haben jetzt noch bessere Pferde zur Auswahl. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, wir haben hier auch generell wieder neue Pferde drin. Lasst mich mal schauen, ob hier vielleicht diesmal... Nö, Leute, also das Spiel mag keine Friesen. Ich würde mal refreshen, dann haben wir zwar fast gar nichts mehr und ich könnte eh kein Pferd kaufen. Aber das interessiert mich mal. Guck mal hier, Welsh Cob mit 445. 15 Jahre alt, das ist schon, also wir haben jetzt hier schon echt gute Pferde dabei. 12 Jahre alt, Araber, 556, oh mein Gott. 12 Jahre alt, boah, guckt euch dieses Pferd mal an. Cookie, weniger gut, aber ist auch noch nicht so weit trainiert. Hier auch ein schwedisches Warmblut. 78 springen, oh mein Gott, Leute, der gefällt mir nur optisch leider nicht so gut. Señorita. Da, süchtig so wie... Nee, wie war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich mag das Lied auf jeden Fall. Wow, aber wir haben jetzt richtig mega gute Pferde hier. Richtig, richtig toll. Ja, da müssen wir wohl nochmal ein bisschen reiten und trainieren, ne? Wir können ja auf jeden Fall... Was wir jetzt machen... Ist, dass wir nochmal Pony reiten. Pony reiten machen... da haben wir unseren Araber, da haben wir ja Chocolate, unser kleines Mini-Stütchen, die super kleine Araberstute, die wir letztens erstellt hatten. Die möchte ich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen reiten. Aber auch, hattet ihr euch ja gewünscht, Blue. Blue wolltet ihr auch nochmal sehen und Blue kommt heute auch nochmal dran. Den können wir sowieso ein bisschen gebrauchen jetzt, um wieder zu Geld zu kommen. Der ist ja auch schon ein bisschen weiter trainiert. Der wird aber auch nicht mehr springen können. Vielleicht können wir auch noch mal... da war ein Abwurf. Vielleicht können wir auch noch einen Kopf erstellen. Wir können natürlich auch, wenn alle Stricke reißen, können wir natürlich auch einen Friesen erstellen, mal mit Springbegabung. Ich würde nur ganz gerne einen Friesen kaufen, weil die gekauften Pferde, die sind schon ein bisschen trainierter als erstellte Pferde. Und wir haben jetzt hier mit Chocolate... Golden Flower und Moonlight einfach einige Pferde, die wir noch trainieren müssen. Das heißt, mir wäre es eigentlich ganz lieb und ganz recht, könnten wir den Friesen vom Markt kaufen. Auch wenn er dann wohl keine, ja wohl eher keine Springbegabung hat, sondern eher auf Dressur ist vermutlich. Aber wir können ja trotzdem mal schauen. Hoppala. Das war gerade, habt ihr das gesehen? Das sah einfach aus, als ob ich Chocolate hier, wie so ein Rückziehauto. Versammelter Trab und dann habe ich sie springen lassen und sie ist da drüber wie so ein, wie so aufgezogen. Oh, da ist leider auch hier eine Stange gefallen. Aber es sah lustig aus. Das sah echt lustig aus. Nee, können wir ja schauen. So, auch hier leider wieder ein Abwurf. Der letzte Sprung war aber sehr, sehr gut. Da will ich mich nicht beschweren. So, wenn man da jetzt noch eins... Ja, wir haben die schwarze. Wir haben... Habe ich das letzte Mal Brindle gesagt? Ich meine natürlich Micklem. Gott. Wir haben das schwarze Micklem freigeschaltet. Sehr nice. Das freut mich total. Ich habe ja die ganze Zeit das immer bedauert, dass es im Shop kein schwarzes Micklem zu kaufen gibt. Gut, ist im Endeffekt eh egal, denn wenn das Spiel dann mal irgendwann rauskommt, dann wird ja sowieso alles wieder zurückgesetzt. Also man behält das ja nicht, was man jetzt hier hat. Von daher, schön wär's, aber das kann natürlich nicht so sein, weil momentan können sich ja die offiziellen Beta-Tester kostenlos Gold holen. Wie gesagt, nur die offiziellen Beta-Tester, bei allen anderen wäre ich vorsichtig.
Ansonsten beschwert euch nicht, wenn ihr hinterher womöglich wirklich das Geld abgezogen bekommt, wenn ihr eben nicht offiziell vom Team zum Beta-Tester ernannt wurdet oder ihr halt einfach eben in Neuseeland lebt. Guck mal, sie kann's doch. Fehlerfrei. Gute Stute. Ja, fein gemacht. Klasse. Sehr schön. Damit ist sie jetzt auch advanced und kann ein bisschen höher springen. Das ist doch klasse. Das freut mich. Nee, stellt euch mal vor, das wäre ja super, super gemein den anderen gegenüber, weil man jetzt hier... Oh, er ist nicht gut in Form. Das wäre ja super gemein, wenn wir uns jetzt hier das Gold kostenlos holen könnten, eben um das zu testen. Es ist ja halt wirklich nur für Testzwecke. Und alle anderen hätten dann halt Pech gehabt. Nee. Also da macht euch mal keine... Hoppala. Da macht euch mal keine Sorgen als jetzt Nicht-Beta-Tester. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie einen Vorteil bekommen. Im Vergleich zu allen anderen. Hoppala, ja, das war klar, dass ich die abräume. Da bin ich ja wieder so komplett Banane hingeritten. Das konnte ja überhaupt nichts werden. Hoppala. Ja, nee. Da bin ich auch doof hingeritten. Völlig im Grünen und Blue verweigert. Das verstehe ich jetzt nur nicht. Jetzt hat's hingehauen. Achso, da Geister gesehen, Blue. Ich glaube, da hat Blue Geister gesehen. Hier hat's direkt funktioniert mit dem Oxer. So. Also ich muss sagen, ich finde die Cops auch klasse. Ich ich würde mir tatsächlich ganz gerne auch nochmal in einen Cop aufspringen trainieren. Aber dann halt jetzt mit der deutlich höheren... Mit den deutlich besseren Voraussetzungen, dadurch, dass der Pferdemarkt so viel höher ist. Na, guck mal, der ist auch schon deutlich weiter auf dem Weg zu Novice, aber der wird dann nicht mehr starten können. Das ist, bei dem werden wir dann die Information bekommen, hey, dein Pferd ist leider nicht gut genug von den Werten her. Da bin ich mir sehr sicher. Wir reiten das hier trotzdem nochmal. Und gucken dann, was letzten Endes rauskommt, aber ich denke nicht. Ich denke nicht, dass der auf Novice aufsteigen können wird. Ich weiß nicht, wie sein Gesamtpotenzial ist, aber ich habe es ja noch nicht komplett ausgeschöpft. Das richtet sich ja auch immer nach dem Gesamtpotenzial. Aber ich glaube nicht, dass wir da eine Möglichkeit haben werden. Aber ist okay. Ich meine, ist das Anfangspferd. Es haben auch schon viele geschrieben am Anfang, dass sie schade finden, dass man sein Startpferd nicht besser kriegen kann. Also ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie ja irgendwie noch was, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendein Pferd hat in der Farbe, die einem ganz besonders gut gefällt, aber es hat halt einfach nicht das Potenzial. Ja, vielleicht bringen sie ja irgendein Item in den Echtgeldshop, dass man sagen kann, hey, ich zahle jetzt so und so viel Euro, um das Potenzial meines Pferdes zu erhöhen, weil ich es halt so gerne habe und ich möchte es einfach nicht hergeben, aber es ist nicht gut genug für den höheren Sport. Ich erhöhe jetzt für echtes Geld das Potenzial. Wäre ja prinzipiell eine Einnahmequelle und je nachdem, wie sehr ich an einem Pferd hänge, würde ich das ja auch durchaus verstehen, aber irgendwann sind die Pferde ja auch mal zu alt. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass man sie nicht auf ewig reiten können wird. Also von daher, das ist wahrscheinlich wieder ein Argument, was dann doch eher dagegen spricht. Weil stellt euch mal vor, ihr habt echt Geld investiert, das Pferd ist ja nicht unsterblich. Von daher,
kommt mir gerade so der Gedanke, dass es vielleicht doch nicht so einfach möglich wäre. So, gucke mal hier. Fehlerfrei. Hat er toll gemacht, der Blue, oder? Mega gut. Mega gut hat er das gemacht. Und er bringt uns hier gerade echt Geld rein, der kleine Kerl. Ah, sehr schön. Ja, und Novice würde ich ganz gerne noch einmal reiten mit Chocolate. Die hat noch hat noch die Energie dazu. Dann reiten wir jetzt hier noch den ersten Parcours mit ihr. Und dann haben wir, denke ich, auch heute wieder einiges geschafft. Wie gesagt, mit Moonlight und Golden Flower trainieren werde ich auch viel versuchen, dass ich das im Off mache. Beziehungsweise euch da natürlich auch mitnehme. Vielleicht kriegen wir da so eine gesunde Mischung hin. Das wäre vielleicht das Optimale, der Optimalfall. So. Oh ja, das habe ich schon gesehen, dass da leider die Stange gefallen ist. Manchmal sieht man das ja nicht so gut beim Reiten. Und manchmal sieht man aber auch doch schon, dass die Stange unten liegt. Wobei man es ja auch hört. Oh, die lag auch unten. Und die letzte ist, glaube ich, auch nochmal unten, oder? Nee, die letzte ist oben geblieben. Okay. Trotzdem okay für ihr erstes Turnier da in der Klasse. Ne? So muss ich auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Und hat sie trotzdem gut gemacht, oder? Hat sie gut gemacht. Doch, doch. So, ihr Lieben. Guck mal da, 1100 Credits haben wir schon wieder. Das klingt doch auch gar nicht so verkehrt. Das war es dann an dieser Stelle für heute, hätte ich gesagt. Wir können ja gucken. Wenn beim nächsten Mal wieder kein Friese im Verkauf ist, dann können wir ja vielleicht einfach mal schauen, dass wir doch einen erstellen, oder? Können wir ja mal gucken. Also ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, übermorgen geht's weiter. Also, bis dahin und lasst doch gerne einen Daumen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne einen Kommentar. Also, bis dahin. Tschüss.